Hallo, seid gegrüßt. Hier ist wieder Bernd von Sachsbrick. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich mache heute ein Video für euch. Ich hatte eine Idee, wie man Intonation selbst üben kann. Also wenn man Intonation mit zwei Saxophonen üben will, braucht man ja immer noch einen Partner, der mitspielt. Man kann das aber auch einfach selbst machen, mit sich selbst, wenn man keinen hat, der mitspielt. Und zwar kann man sich aufnehmen und dann mit der Aufnahme mitspielen. Das probiere ich jetzt mal aus und ich zeige euch genau, wie das funktioniert. Ja, ist ein Test. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich mache es jetzt zum ersten Mal, aber ich denke, das geht. Das müsste eigentlich funktionieren. Gut. Ich habe hier irgendeine App, die aufnehmen kann auf dem Handy. Ich nehme jetzt einfach mal hier, was gibt es denn? Diese Voice Memo oder so, ne? Drücke ich auf Record und dann spiele ich die Töne F, G und A. Die spiele ich relativ lange, vielleicht einen ganzen Takt lang. Also ich zähle bis 4 und spiele immer einen Ton einen ganzen Takt lang, 4 Schläge lang. Dann kommt der nächste Ton, dann der nächste Ton und dann fange ich unten wieder an. Das mache ich vielleicht 2 Runden oder eine Runde lang auch, sonst wird es zu lang. Ja. Und das sind unsere Referenztöne. Die brauchen wir, damit wir wissen, ob wir oben stimmen. Also ich spiele zuerst F, dann spiele ich G und als nächsten Ton spiele ich A. Die drei Töne. Und das nehme ich auf. 1, 2, 3, 4. Gut, es müsste lang. Speichere ich das kurz. So, und jetzt hänge ich das mal hier an den Lautsprecher dran. Das könnt ihr vielleicht auch mit Kopfhörern machen. Das geht bestimmt auch. Natürlich braucht ihr irgendwelche Kopfhörer, wo ihr euch selbst auch noch von außen, wenn ihr mitspielt, hören könnt. Ne? So, dann mache ich das an. Gucken, dass es nicht zu laut ist. Der Vorführeffekt jetzt. 2, 3, 4. Gut. Okay, funktioniert. Wunderbar. Okay. Und jetzt spiele ich zu dieser Aufnahme spiele ich die Töne C, D und E dazu. Das sind genau die Quinten zu diesen Referenztönen, die ich hier aufgenommen habe. Und das sind meine Töne, die möchte ich gerne intonieren lernen. Also da möchte ich wirklich lernen, wie man die intoniert, dass sie stimmen. Das D ist oft ein bisschen hoch, das muss ich tiefer spielen. Das E ist oft ein bisschen hoch. Gerade beim Altsaxophon ist das oft ein Problem. Es gibt viele, die sind einfach hier viel zu hoch. Ne? Die müssen hier wirklich den Mund aufmachen, müssen ein bisschen lockerer lassen. Und das übe ich damit. Und ich mache das mit der Aufnahme zusammen, weil ich ja meine Ohren trainieren will. Na, wenn ich das mit dem Stimmgerät mache und gucke auf die Nadel, wie die ausschlägt, das bringt mir ja nichts für das Ohr, weil ich ja nicht weiß, wie es klingen soll. Und so höre ich den Referenzton, spiele meinen Ton dazu und höre genau, ah, da bin ich ein bisschen tief. Wenn es zu tief klingt, dann klingt es eben so. Na, dann muss ich ein bisschen höher, dann klingt es richtig. Okay, jetzt mache ich das mal. Probiere ich das mal. 2, 3, 4. Ganz schön schief bin ich. Und nochmal. 2, 3, 4. Gut. Jetzt spiele ich mal extra hoch. Schrecklich. Und jetzt zu tief, extra zu tief. 2, 3, 4. 2, 3. Ja, also, wenn man so intoniert, wird man nie mehr angerufen für einen Auftritt. Also ich habe es jetzt natürlich extra übertrieben, ich habe es jetzt ganz falsch gespielt. Ne? Ich hab als ich zu hoch gespielt habe, habe ich es wirklich nach oben gedrückt. Das war fast ein Viertelton zu hoch. Und als ich es zu tief gespielt habe, habe ich wirklich fallen lassen, Viertelton zu tief. Ne? Das,
Ja, das ist für meine Ohren ist das absolut grässlich. Das ist der Albtraum. Ich das hier spiele und höre das, wie schief das klingt. Ihr merkt, wenn ihr nicht ganz stimmt bei der Quinte, dann hört ihr so ein Wabern. Da macht der Ton macht so. Also zumindest ich höre das. Das ist irgendwie so eine unsauber. Man hört es halt sehr leicht, wenn es unsauber ist. Und die reine Quinte, die ist echt so. Die ist so ganz glatt. So, kann es nicht beschreiben, wie das klingt jetzt, aber. Wenn es ein bisschen verstimmt ist, dann habe ich immer das Gefühl, der Ton oder dieses Intervall, das wabert so rum. Es hat so eine komische Schwingung, so eine überlagernde Schwingung. Naja, okay. Das ist mein heutiger Tipp. Probiert das mal aus. Ihr habt bestimmt ein Smartphone oder ein Handy oder ein Diktiergerät, wo ihr euch selber mal aufnehmen könnt. Und dann probiert mal zu der Aufnahme dazu, diese Quinten zu üben und zu intonieren. Das könnt ihr natürlich auch mit anderen Tönen machen. Ich habe das jetzt hier mit F-Dur quasi gemacht. Ist das F-Dur? Ja, genau, mit F-Dur. Bei F angefangen und die Quinte drüber ist das C. Und dann bin ich quasi immer so Töne von der F-Dur-Tonleiter hochgegangen. Ihr könnt es natürlich mit allen anderen Intervallen auch probieren. Ihr könnt es mit ganz hohen Tönen machen, ganz tiefen Tönen. Und probiert mal so ein bisschen aus, ob ihr rausfindet, wo ihr gut stimmt und wo nicht. Ne? Es gibt immer bestimmte Bereiche beim Saxophon, die sind schwieriger zu intonieren. Die stimmen nicht so richtig. Und das könnt ihr mit solchen Übungen rausfinden. Vielleicht ist das auch abhängig vom Saxophon, was ihr spielt. Also es gibt Saxophone, die stimmen eher schlechter. Das ist einfach so, wenn ihr, ich meine, es ist schon eine Preissache, wenn ihr jetzt so eine billige China-Tröte spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument schlecht stimmt, ist höher einfach. Ne? Als wenn ihr jetzt einen Yanagisawa für 4000 Euro spielt, da könnte ich mir vorstellen, stimmen die Töne fast von alleine. Ne? Da müsst ihr nicht mehr so viel nachbessern. Aber trotzdem, auch bei so einem super teuren Instrument muss man auch intonieren. Also das ist auch nicht so, dass man mit einem Ansatz alle Töne richtig spielt. Das stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Man muss immer ein bisschen nachbessern, sonst ist es schief. Ne? Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es so ist. Abonniert meinen Channel, sagt es weiter, schickt das Video ein bisschen rum. Würde mich freuen. Und genau, vielleicht seid ihr morgen auch wieder dabei beim Saxophon-Channel hier auf YouTube. Macht's gut und viel Spaß beim Üben. Bis bald, euer Bernd. Ciao, ciao.